Hallo zur neuen Ausgabe Retro Snippets. Heute will ich mir mal Pole Position genauer angucken. Ein Rennspielklassiker aus dem Jahre 82 von Namco. Dieses Spiel war der absolute Kassenkracher im Jahre 83, also der erfolgreichste Automat tatsächlich. Hat einiges Neues eingeführt. Zum Beispiel war es das erste Spiel, welches Ingame-Werbung benutzt hat. Und warum es nun also ansonsten noch so erfolgreich war, das möchte ich mir heute mal ein bisschen genauer angucken. Natürlich muss sich ein Spiel heutzutage schon ziemlich anstrengen, um für offene Münder zu sorgen. Dieses hier könnte das schaffen, das ist Need for Speed Shift. Das erste Mal, dass ich mich auf Need for Speed freue, aber das hier sieht echt ziemlich scharf aus. Tja, aber damals sahen Rennspiele eben doch eher mal so aus. Meistens gab es da also so eine von oben Ansicht. Das hier ist Night Driver aus dem Jahr 76 und da gab es dann doch schon mal so eine Art Ego-Perspektive. Der Wagen da unten, das ist keine Grafik, sondern war ein Aufkleber, der auf dem Bildschirm geklebt wurde. Es wurde wirklich nur diese Straße angezeigt. Der Wagen an sich war eben nur ein Aufkleber. Ja, 1982 ging es dann also los. Pole Position kam in die Arcades und die Leute standen Schlange, um es zu spielen. Hier fährt man jetzt erstmal eine Einführungsrunde, das ist also die Qualifikationsrunde. Da muss man eine bestimmte Zeit unterbieten, ansonsten ist schon gleich nach einer Runde Game Over. Wenn man es aber eben schafft, dann wird man für das Rennen freigeschaltet. Hier sieht man jetzt bei den Automaten, der hatte also ein Lenkrad, ein Gaspedal und eine Gangschaltung. Und gleich kommt noch der Sit-Down-Automat, also in den kann man sich reinsetzen. Der hatte zusätzlich also auch noch eine Bremse, ein Bremspedal, der fehlte beim normalen Automaten. Ja, bei dem Spiel lässt sich sagen, jede Berührung mit dem Gegner bedeutet erstmal eine Explosion, also man kann nicht irgendwie rempeln oder sowas, sondern man muss sich tunlichst von den Gegnern fernhalten. So, und hier habe ich jetzt also diese gebotene Zeit, ich glaube 71 Sekunden sind es, unterboten und starte deswegen von Position 7. Wenn man also noch besser fährt, dann startet man von Position 1 und das wäre dann die Pole Position. Wenn man mal auf die Streckenränder achtet, dann sieht man da eben diese Ingame-Werbung, die ich ja vorhin schon angedeutet habe. Das ist also das erste Mal, dass in einem Spiel Werbung benutzt wurde. Da war zum Beispiel in manchen Versionen dann Marlboro-Werbung oder eben andere Dinge. Außerdem wird bei diesem Spiel das erste Mal eine real existierende Rennstrecke simuliert, und zwar eben halt der Fuji Speedway. Das ist auch gleichzeitig die einzige Strecke, die überhaupt im Spiel vorkommt. Also man hat nur diese eine Strecke, mehr gibt's nicht. Jetzt hat man sicherlich gesehen, dass ich da ziemlich rumgeeiert bin und warum das so ist, dazu komme ich jetzt. Das Schöne ist, diese ganzen Pole Position Spiele gibt es auf sämtlichen Namco Museen, auf allen möglichen Konsolen, PlayStation 1, PlayStation 2, Wii, GameCube, nee Wii, war, weiß ich gar nicht, GameCube auf alle Fälle, Xbox auch, sogar auf dem Game Boy Advance. Spielbar ist also dieses hier für die PlayStation 2. Nicht so wirklich richtig, zumindest nicht mit dem Pad, und zwar, weil die Wege ganz fürchterlich kurz sind. Man muss ganz fürchterlich zickig, lässt sich das Ganze steuern. Mit dem Lenkrad mag es wohl besser gehen. Dieses hier ist leider kaputt, deswegen kann ich es nicht ausprobieren. Aber der Weg eben halt ist ja wesentlich länger, deswegen kann man sehr viel graziler steuern. Das hat Namco ziemlich schlecht gelöst. Das könnte man sicherlich auch mit dem Pad machen, aber auf dem Namco-Museum kann man Pole Position nicht wirklich schick spielen mit dem Pad.
Das Spiel wurde natürlich auch für sehr viele Konsolen umgesetzt damals, war ja eben halt sehr erfolgreich und versprach gute Umsätze. Deswegen also auch hier die Atari 2600 Version. Die Qualifikationsrunde habe ich jetzt hier schon erfolgreich hinter mir und man sieht auch gleich, es gibt keine gegnerischen Fahrzeuge, jedenfalls nicht beim Start. Auf der Strecke verteilt natürlich schon, aber man kann eben halt nicht eine Pole Position erreichen, indem man jetzt eine ganz tolle Runde fährt, sondern man startet einfach ganz alleine und fährt dann los. Also ein kleiner Unterschied zu der Arcade-Version. Auf dem C64 hat es wunderbarerweise zu einer vernünftigen Startaufstellung gereicht. Wenn ein Spiel sehr erfolgreich ist, dann gibt es natürlich gerne auch mal eine schöne Fernsehwerbung dafür. Und da die immer so schön schrullig sind von früher, gibt es jetzt mal eine für Pole Position. Hey! Yes? You look like a real jerk! Well, I am a corporate executive! He stops exciting things from happening! So what you doing? Well, Muffy, Buffy, Biff Jr. and I are going on our Sunday drive. Oh no you ain't! You're gonna play Pole Position! Wie gesagt, war Pole Position 83 das erfolgreichste Automatenspiel. Deswegen schob Namco auch 83 gleich noch einen Nachfolger hinterher. Der hatte technisch gesehen nicht viel Neues zu bieten, aber dafür gab es 4 Strecken anstatt eben nur dieser einen. Das Spiel gab es dann hinterher auch noch als Umsetzung für den Atari 7800. Inoffizieller Nachfolger der Serie Pole Position war dann hinterher die Final Lap Serie von Namco. Hier mal in der PC Engine Version zu sehen, startete 87 als Arcade Automat und wurde bis in die 90er hinein fortgesetzt. So, das war die Folge zu Pole Position. Wer mir sagen kann, wie ich die Spiele auf der PlayStation 2 vernünftig spielen kann, der soll sich bitte bei mir melden. Mit dem Pad scheint es also wirklich nicht zu funktionieren. Welches Lenkrad ist da besonders geeignet? Bitte Hilfe. Ansonsten viel Spaß mit den Spielen, falls ihr sie mal wieder rauskramt oder sie euch besorgt. Und bis nächstes Mal. Tschüss.